guten Abend, Geiselwind! Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich habe hier jemanden, den ich euch gerne mal vorstellen möchte, und zwar Didi Beck vom Bobben B. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, aber wir sind gerade in Geiselwind auf der Streetmax Show und wir haben, also Roxanne hat das große Vergnügen, mit Bobben B zusammenspielen zu dürfen. Und dann habe ich mir den Didi mal gekrallt. Und wollte mal sagen, das ist auf jeden Fall, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Ja. Das war doch Didi Beck? Ja, von Bobben B. Spielst du aus deinem Pickup? Ja, ich spiele das Shadow-System. Und sein alter Bass? Ja, das ist sein alter Carbon-Bass. Den hat er mal in den 90er Jahren, glaube ich, gekauft. Kriegst du alle seine alten Sachen auf? Ich habe eben noch einen alten Schlipper mitgehen lassen. Also man kennt dich ja hauptsächlich als Kontrabassisten. Du machst das ja auch schon wahnsinnig lange eigentlich. Also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber du hast ja viele Jahre Erfahrung schon. Live-Erfahrung. Oh Gott, also meinen ersten Auftritt hatte ich mit 15 gespielt. Echt? Ja. Crazy shit. Ja. Deswegen wurde auch so ein Twist. Das sind nur die Bassisten, die mit 15 angefangen haben. Vielleicht auch noch ein paar. Ich hatte meinen ersten Auftritt hatte ich November 95 tatsächlich. Das kriege ich nicht mehr hin bei mir. Weil das sind ja neben den vielen, also neben den 6000 Bobben B, sind es ja noch ein paar hundert mit anderen Bands. Oh, ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass es irgend so ein Kinderfest war, so ein Jugendkinderfest in Hessen. Und dann habe ich mit meiner damaligen Band da gespielt. Und dann, ja, und ich habe so einen Schiss. Und dann habe ich aber angefangen, und damals, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe noch E-Bass gespielt und habe aber Conchon. War damals nicht so selbstverständlich, schon slappen mit dem Daumen. Yeah. Ne? Und slapp ich auf dem Kontrabass, also richtig für Männer so, und damals habe ich geslappt für kleinere Jungs. Und da habe ich geslappt und so, und dann kam danach ein Mädchen zu mir und gesagt, das war aber ganz toll, was sie da gespielt haben. Da war ich dann ein bisschen beruhigt, hatte nicht mehr ganz so viel Schiss in der Hose. Ja. Michi ist der Beste. Yeah! Wenn ihr Michi seht, klopft ihm mal auf die Schulter, sagt ihm, dass er ein toller Typ ist und gibt ihm Bier aus. Ja, ist immer das gut. Das wird mich freuen. Immer gut. Bier ist immer super. Freut mich schön. Schön ist ja, was viele gar nicht wissen. Du bist ja nicht nur fast seit Anfang an bei Bobben B mit dabei. Mhm. Spielst du den Kontrabass. Du bist ja auch noch irgendwie Ausdauersportler. Du bist Songwriter. Du bist jemand, der ein ganz, ganz großes Herz hat. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Toller Typ. Du machst viel. Du gehst ja viel auf und machst viel Sport. Was hältst du denn eigentlich von, wenn ich das sage, das Drogen Thema beim Sport? Nein, aufgeben allgemein. Also Musik, Sport allgemein irgendwie so. Man hat ja, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, man hat ja ständig irgendwelche Steine, die an den Weg geschmissen werden. Es läuft ja nie so rund, wie das nach draußen zu sein scheint. Ja. Und Thema aufgeben, wie ist das für dich? Ist das eine Option? Wenn du sagst aufgeben, dann ist mein erstes Wort, das mir sofort durch den Kopf geschossen ist, war warum? Warum? Also ein erfahrener jemand. Aufgeben ist irgendwie keine Option. Nee, ich finde tatsächlich, aufgeben macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Und guck mal, Musik machen, also ich glaube, das ist das, was ich. Nee, der Fernseher, muss ich dazu sagen, habe ich erst Sport gemacht, ich habe Basketball gespielt, das glaube ich. Bin ja nicht so groß. Aufgrund meiner Körpergröße, ich war sogar mal unter Franken aus. Wahnsinn. Ich war der kleine Giftzwerg, bin ich heute noch. Und Basketball gespielt und. Damals war es schon so, dass ich das eigentlich gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann wurden alle anderen noch erfolgreich. Ich hatte ein paar Nationalspieler bei mir im Team und so Zeug. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum zu spielen. So, und dann kommt die Musik und du fängst an zu spielen und dann andere irgendwie auch berühmen, so Leute aus deiner Stadt oder Leute, die du kennengelernt hast. Und du selber bist das halt jetzt nicht so. Und dann sagen die Leute, ja, ist das denn überhaupt, macht das Spaß? Und dann denkst du, na klar, ich meine, ich mache das nur wegen dem Spaß. Ganz ehrlich, ey. Leute, ich hasse das eigentlich, ich erzähle das seit 20 Jahren, wenn ich das wegen Geld machen würde, hätte ich noch einen Job machen müssen. Oder ganz andere Musik, wenn das der Antrieb gewesen wäre, ja? Oder Erfolg. Ja? Ich mache das, weil mir das Laune macht. Die Jungs haben damals gesagt, Didi, spielst du bei uns mit, wir spielen oft und es gibt Freibier. Und ganz ehrlich, das mit dem Freibier war sau wichtig. Ich bin Arbeiterkind, das habe ich auch schon öfters erwähnt, und mein Daddy hatte einfach nicht so viel Geld, 5 Kinder, bla bla bla. Ja, ein Freibier war eine Ansage. Und ein Bajuan, also Nord-Bajuan, muss man das nicht so. Und beim Sport ist dasselbe. Laufen ist wie das Leben, ist wie die Musik. Aufgeben ist keine Option. Nein. Wir haben Sommer, Sonne, Sonnenschein, was kann schöner sein? Nur mit dir kann es schöner sein. Juhu! So. Bist du religiös? Tatsächlich bin ich religiöser, als man denken möchte. Ich bin nicht religiös. Oh, nee. Weißt du, was ich cool fand? Ich fand, also hart ausgedrückt, ich fand Jesus kein. Fand ich schon okay. Okay. Schon okay. Und so Nächstenliebe und so finde ich echt okay, ja. Das ist wichtig auf jeden Fall. Ich fand, Religion war für mich immer ein moralischer Leitfaden. Sei ein guter Typ, versuch anderen Menschen was Gutes zu tun,
sei positiv. Das finde ich so Sachen an Religion. Der Rest außenrum ist Primborium, den ich nicht brauche. Das stimmt wohl. Ja. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ganz ehrlich, im Kindergottesdienst, die eine, die war so... Es läuft immer auf das gleiche Thema hinaus. Ja, es war aber nicht lustig. Warum nicht? Zu alt. Zu alt, ey, ich bin schon Großvater, ey. Was? Nein. Kieses. Doch. Wie kann man mit unter 50 schon Großvater sein? Ja, ich hab nichts dazu getan, das hat meine Tochter gemacht. Also, oh, okay. Don't ask me. Ich weiß ungefähr wie. Ich hab meine Finger nicht im Spiel. Ey, ich hab im Kindergottesdienst meinen alten Buddy, wir machen seit Kindergottesdienstzeiten zusammen Musik, der Saudi. Ey, Saudi. Haben wir schon zusammen da gesessen und seine Schwester, die war übrigens auch nicht schlecht, hat Gitarre gespielt und wir haben gesungen und Scheiße gebaut und Saudi und ich sind heute noch Buddies. Und der läuft übrigens auch. Laufen ist super. Laufen ist voll geil. Ja. Ich bin sprachlos. Ich hab gerade eine Geschichte gehört, die ist so unglaublich. Ja, wo unser Didi sein Bass, wo er hingegangen ist. Ja, dieses Seil hat mehrere Stationen durchfahren und jetzt ist es plötzlich wieder zurückgekehrt. Ja. Das ist eigentlich ein Wunder. Der Kreis schlicht sich. So. Didi hat den Bass, glaube ich, schon seit 25 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Geil, Didi Dank an seinem Krankenhaus mit seinem Shadow-Toner, wie man es sieht. Hier noch ein paar Bilder von Bobbenbee Live. Leute, viel Spaß mit Roxin, fette Band. Ne? Ich sehe sie heute zum ersten Mal nicht ganz so lang live. Ich stalk die ja schon länger, die Jungs. Ich telefoniere auch öfters mit seinen Eltern und mit den anderen Eltern und wir reden dann. Like poppen wir auf Facebook, auf Instagram, Roxin genauso. Lass mal einen Kommentar genau. Da und bis bald. Das war's leider auch schon. Es ist total schön zu sehen, wie viel Spaß und Leidenschaft die Jungs haben.